Ein Altar, sakrale Gemälde, hölzerne Sitzbänke. Wer die Lütticher Kirche Saint-Folier betritt, bekommt davon nichts zu sehen. Stattdessen riesige Leinwände, bunte Projektionen und ein Raum voller VR-Brillen. Das Zauberwort lautet immersiv. Bei immersiven Ausstellungen verschmilzt die Kunst mit modernster Technologie. Das Herzstück der Ausstellung befindet sich in der Mitte der Kirche. Auf diese großen Wände werden unterschiedliche Werke von Claude Monet projiziert. Strandstühle laden zum Verweilen ein. Hinter der Ausstellung steckt das belgische Unternehmen Exhibition Hub, das weltweit aktiv ist. La première fois qu'on est rentré dedans, on est tombé amoureux de l'église et le fait que ça soit cette église qui est vraiment très centrale, qui est dans le cœur de Liège, c'est ce qui nous a permis de choisir cette église. Im nächsten Raum befindet sich ein weiterer Hingucker, die japanische Brücke im Garten von Giverny. Es ist der Ort, an dem Claude Monet lebte und sich inspirieren ließ. Es ist eine besondere Metamorphose, die die Kirche Saint-Folier durchgemacht hat. Nous avons accepté parce que cette église était inutilisée depuis un certain temps. Nous avions interdiction du bourgmestre de la ville de Liège de faire fonctionner le chauffage qui était trop ancien. Et donc la société Exhibition Up nous a proposé de mettre un tout nouveau chauffage et en échange de l'exposition. Auch lädt die Ausstellung die Besucher dazu ein, eine Virtual Reality Erfahrung zu machen. Bei dem 10-minütigen virtuellen Rundgang tritt der Betrachter in die Fußstapfen des Künstlers. Pour un public familial, pour un public qui aime bien l'art, pour un public aussi qui veut juste découvrir. Donc on n'est pas dans un style de musée, mais plutôt éducationnel. Donc les gens peuvent venir découvrir, apprendre sur l'artiste d'une manière joyeuse d'apprendre à propos d'un artiste. 5 Jahre lang darf das Unternehmen Exhibition Hub die Lütticher Kirche Saint-Folier als Ausstellungsort nutzen. Claude Monet, die Immersive Experience wird noch bis Oktober 2024 zu sehen sein. Danach stehen weitere immersive Ausstellungen auf dem Programm.